Dieses Objekt, Copper and Lenses genannt, ist aus drei verschiedenen Materialien zusammengesetzt. Das obere ist das Schwungrad unserer alten Waschmaschine, die ist ja hier schon mehrfach aufgetaucht, als Bullauge, als Solarschüssel verwendet wird, als Feuerstelle für die Waschtrommel. Und das ist letztendlich das Schwungrad, was an der Rückseite der Waschtrommel gesessen hat. Daran sind Glaslinsen, genauer gesagt Polycarbonatlinsen, montiert. Diese Polycarbonatlinsen sitzen in Autoscheinwerfern drin. Und Autoscheinwerfer sind heute sehr, sehr komplexe Gebilde, wo man im Prinzip gar nichts mehr austauschen kann. Da ist alles miteinander verschweißt. Das heißt, wenn ein kleines LED-Element kaputt ist oder auch ein kleiner Chip kaputt ist, dann kann das nicht mehr ausgetauscht werden, damit der gesamte Autoscheinwerfer inklusive dieser sehr komplex hergestellten Linsen einfach entsorgt. Und meistens ist es sogar so, dass man sagt, okay, wenn bei diesem einen Scheinwerfer eine LED kaputt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es beim nächsten auch wieder passiert. Also tauscht man immer gleich beide aus und schmeißt sie dann weg. Und diese Kupferplatinen werden in der Elektronikindustrie verwendet und leider eben sehr häufig auch weggeworfen wegen ganz kleiner Qualitätsmängel, die eigentlich im Prinzip für die Funktion nicht relevant sind.